Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Legend of Zelda Link's Awakening. Und wir haben das Kraftarmband, oder ich nenne es mal das Zeronimusband, wenn man so will. Oder wenn es Zeronimus so will. Naja, jedenfalls. Ja, genug davon. Wir haben hier einen neuen Bereich, den wir jetzt begehen können. Und... ja, ich hab's begriffen. Jetzt nämlich so machen. Und dann können wir nämlich hier durch. War an einen, die Fledermaus. Oh, trifft mich. Ah, nein. Ah. So, was haben wir hier? Ah, oh Gott. Ah, so kommt man die Töten, ja, stimmt. Gut, na denn, wollen wir manchmal den widmen und finden einen kleinen Geheimgang. Ist noch was drin? Nein, sieht nicht so aus. Was finden wir hier? Nichts, wie es aussieht. Hier? Auch nichts. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Das müssen wir, glaube ich, mitnehmen. Damit nach oben. Und damit runter. Yo, voll gut gelöst. Oh, da ist schon die Bosstür. Springling! Flop. Flop. Stimmt, den haben wir noch gar nicht. Den müssen wir erstmal finden. Na. Okay. Kraftarmband wieder her und. Zack, weg mit dir. So, also merken wir uns, dass wir dahin dann später zurückgehen. Ah, sieht aus, als wäre hier noch was. Das scheint ein Rätsel zu sein. Gut, gehen wir erstmal hier lang. Und schon wieder so eine Mario-Teil. Was ist denn hier los? Mario überall. So. Mir wurde gesagt, die Goombas geben Herzteile. Der vielleicht nicht. Aber der von vorhin hat mir ein Herzteil gegeben. Das sieht... Nein. Das sieht richtig aus, wo wir sind. Kraftarmband. Und weg mit dir, Fledermaus. Moment, ich erinnere mich, das ist doch der Gang hier. Da unten ist noch eine Truhe. So schwer mit bloßen Händen. Gut, was haben wir hier? Rubine. Sehr schön. Gehen wir mal hier lang. Gucken, was wir hier finden. Da scheint noch was Gutes zu sein. Gucken, was hier ist. Ach so, es ist nur ein Steinschnabel. Gut. Ah, nein. Ah.
Ah ja, das war jetzt schön gefehlt. Gut, ich glaube, da oben wird der Schlüssel sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Also der große Schlüssel. Weil das ist die letzte verzeichnete Truhe auf der Karte. Demnach wird es auch so sein. Aber ich glaube, das war dieses Rätsel gewesen von vorhin. Vielen Dank fürs Herzteil. Damit und damit und damit. So, gleiches Spiel wie vorhin. Und jetzt würde ich sagen, versuchen wir mal hier unten das Rätsel zu lösen. Gut, den Skelett mal haben wir, glaube ich, vorhin zuerst. Jetzt machen wir mal zuerst den Hüpfer da unten. Dann den Skelettmann. Und dann die Fledermaus. Schien auch nicht richtig zu sein. Gut, drei Gegner. Machen wir mal Fledermaus. Skelettmann. Und zuletzt das war's auch nicht. Jo, dann versuchen wir mal Fledermaus, Hüpfer und Skelettmann. Auch nicht? Nein, wie ist denn das? Na komm, jetzt aber. Ja, jetzt hat es endlich geklappt. Und ja, es ist der Großschlüssel, endlich. Das heißt, wir können zum Boss hin. Blödes Rätsel. So, ja. Und zurück zur Bosstür. Oh, das könnte knapp werden. Ich habe noch zwei Herzen übrig. Ich hoffe, ich kriege das hin. Weil so schwer ist der nicht, so wie ich mich erinnern kann. So, Sprungfeder. Hopp. Hopp. Und Zeronimusband. Willkommen zur Henkers Mahlzeit. Klar, ja. Ihr seht, so können wir ihn nicht treffen. Hatchbatch, mit der Vase bin ich unverwundbar. Nein, ah, man musste durch die Vase irgendwie wegschmeißen. Man musste auf jeden Fall die Vase wegschmeißen. Ah, aber jetzt liegt er. Jetzt liegt er auf jeden Fall. Kriege ich dich. So. Weg mit den Vasen. Weg damit, damit und damit. Ah, danke fürs Herzteil. Nein. Ah, du blöde Fledermaus.
bear. Und nochmal den ganzen tollen Weg mit diesen lustigen Hüpfmännern, diesen bunten, komischen, roten Schleim. Los, Link, lass dich nicht von der Vase besiegen. Du schaffst es. So, jetzt schaffen wir, Link. Jetzt müssen wir es schaffen. Willkommen zu Henkers Mahlzeit. Habe ich ausweichen? Ah, richtig, ja. Jetzt weiß ich wieder. Ja, ja, wissen wir ja nun. So, schön ausweichen. Nein, oh, hat mich getroffen. Nein. Oh, du hast meine Vase zerstört. Das wirst du bereuen, du. Komm her. Nein. Oh, Mann. So ein einfacher Gegner, Mensch. Wieso klappt der jetzt nicht? Mann! Das gibt's doch nicht. Der ist doch im Grunde gar nicht so schwer. Ah, jetzt bist du fertig, Freundchen. Komischer Clown des Verderbens. Gleich lachst du nicht mehr. So, und drin da. Es wäre vielleicht vorteilhaft, bis zu seiner zweiten Phase ohne Schaden zu bleiben. Gut. Versuchen wir das mal. Hoffentlich klappt es jetzt auch. Vielleicht, wenn ich versuche, einfach mal zu springen. Ja, komm, wissen wir. Auf zu labern. Ja, das klappt. Okay, Wechsel. Tja, das hast du nicht erwartet, was? Jetzt macht er das wieder. Spring. Ausweichen, gut ausweichen, gut ausweichen, gut ausweichen, ausweichen, Wechsel. Und BAM! Oh, du hast meine Basis zerstört, das wirst du bereuen, du! Ja, komm doch her!
war, er glitscht. Und er liegt und ist besiegt. Und gibt uns sein Herzteil. Das Triton-Zorro erhalten. Urunga, Steppe. Gut, das war ein Hinweis auf unseren nächsten Dungeon-Ort, zu dem wir anscheinend müssen, in die Steppe von Urunga. Und ich werde mal gucken, wo ist die Karte? Da. Gut, Urunga. Ja. Da ich jetzt keine Karte zur Hand habe, weiß ich jetzt leider nicht, wo die Steppe liegt. Aber es war ja meistens so, dass man irgendwie logischerweise Dungeon-Items brauchte. Komm, friss die Blume, Strubi, danke. Dungeon-Items brauchte, um zum nächsten Gebiet zu gelangen. Aber erstmal würde ich sagen, bringen wir Strubi nach Hause. Der hat genug Abenteuer für heute. Und ich glaube auch, dass im Dorf noch was zu erledigen war. Beim Stand. Nämlich eine Yoshi-Puppe konnte man sich dort, glaube ich, holen. Oh, apropos holen. Hier gibt es noch was zu holen für uns. Weil, seht ihr das dort? Ein Herzteil. Das holen wir uns jetzt. Müssen wir noch zwei finden. Und raus aus diesem Verderben. Und raus aus dem Wald. Nein, nicht hier. Richtig darunter. Oh, ich glaube, da ist noch was zu entdecken für uns. Was mag sich da drin befinden? Du hast eine Zaubermuschel. Gut, wofür die Zaubermuscheln erhalten, weiß ich jetzt gerade nicht. Falls jemand weiß, einfach ins Kommentar schreiben. Weil ich hab's zwar mal gespielt, aber es ist schon ein Weilchen her. So, Strubi. Danke, danke, das war so süß von dir, dich um den kleinen Strubi zu kümmern. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich dir jemals danken? Ah, ich weiß. Schmatz. Du hast einen Kuss von Madame Miu erhalten. Miu Miu erhalten. Zufrieden? Ja. Aber kaufen können wir uns davon nicht sehr viel. Wo wir gerade von kaufen sprechen. Wir wollten ja die Yoshi-Puppe noch haben. Wunderkram. Ein Spiel, 10 Rubine. Zocken. Okay. Mit A und B Knöpfen bewegst du den Kran. Der Rest ist Timing. Geh vor, Knöpfe. Gut. Der? Ah, verdammt. Nochmal. Das war nur zur Probe. Yoshi-Puppe. Ja, es ist die Yoshi-Puppe. Komm zu Papa. Und wir haben unser erstes Tausch-Item, nämlich die Yoshi-Puppe. Und damit müssen wir jetzt zu dem Kind dort oben, das ja die Yoshi-Puppe haben wollte. Hier ist noch ein Laden. Und ich glaube, hier gab es Items zu kaufen und Bomben
Und ja, die Schaufel werde ich mir noch kaufen, aber jetzt nicht. Stehlen konnte man auch, also quasi wie in Skyrim. Aber wir kaufen es uns auf die gerechte Art und Weise. Und das war das Traumhaus. Dazu komme ich in einem anderen Part nochmal näher. So, hier war das Kind gewesen. Oh, schenkst du mein Kind dem bitte? Klar. Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Moment, ich gebe dir das für die Puppe. Die Schleife. Ja, und mit der Schleife müssen wir jetzt zu Struppi. Zu Madame Mio Mio. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, machen wir das auch noch. Bonjour, mein kleiner. Struppi sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Moment mal, war das hier? Oder war das woanders? Nee, die Schleife war woanders. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's fürs Erste von Link's Awakening. Im nächsten Part gehen wir dann in ein neues Gebiet. Wegen der Schleife, ja, werde ich vielleicht nochmal nachschlagen, mich dann zu erkundigen. Oder ich schaue mich aufs Genommen um. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.